Metal-Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Ja, ich habe schon wieder einen Zettel in der Hand. Keine Sorge, ich werde das Ganze natürlich frei machen, aber ich werde, weil ich die Kommentare sowieso ablesen möchte, weil ich die dieses Mal nicht mit meiner Stimme einbetten möchte, dass ich mich nicht verlese, möchte ich das diesmal so ablesen. Und deswegen habe ich den Zettel da, aber alles andere werde ich frei machen. Darüber hinaus wollte ich euch noch zwei Sachen sagen. Punkt 1, ich schütze mir gerade die Seele aus dem Leib. Gut, das andere ist, was ich noch sagen wollte, mein Pulli müffelt nicht, weil ich habe diesen Pulli nur für meine Videos an und zwar nur viermal diese Woche, beziehungsweise ich habe ihn teilweise über einen kleinen längeren Zeitraum an, weil ich, wenn ich eben hier stehe, meistens mal eine Stunde hier stehe, anstatt eine halbe Stunde, wo das Video eigentlich dauert. Das letzte Video hat über eine halbe Stunde gedauert, es zu drehen, rausgekommen sind ungefähr 15 Minuten, ne? Oder 16 Minuten, ne? Ja, also ihr seht schon, das dauert ein bisschen länger, das Ganze. So, also mein Pulli wird jetzt gewaschen, wenn ich das Video hier fertig habe, aber ich habe diesen Pulli für gewöhnlich nicht an, weil ich trage, ich habe auch darunter nur mein schwarzes T-Shirt, beziehungsweise oben in meinem Zimmer. Ich trage im Normalfall nur schwarz. Ich habe auch nur schwarze Pullis bis auf drei. Davon sind es zwei rote, einmal der hier, einmal einer, wo man vorne aufmachen kann und ansonsten noch ein weißer, der ist noch aus meiner Schulzeit übrig. Der ist auch schon dementsprechend zerfetzt, aber bis auf diese Pullis habe ich nur schwarze Klamotten und nur Bandshirts oder Bandpullis und so weiter. Also ich trage sowas normalerweise gar nicht. Das habe ich aber gedacht, das passt zu Weihnachten ein bisschen besser, weil es ein bisschen so flauschig und kratzig ist. Und ja, gut, damit wäre das gegessen. Dementsprechend fangen wir direkt an mit Kommentar Nummer 1 von Lea H. Eindeutig das Essen. Ja, ich mache das so zu, sonst heißt es nicht, ich lese ab. Ja, also das Essen natürlich, selbstverständlich. Ich liebe auch das Essen an Weihnachten. Allgemein liebe ich das Essen. Immer ein bisschen gutes Essen ist immer gut. Aber eine Sache, die halt auf jeden Fall hinhauen sollte, ja, das ist halt ein richtig schönes Weihnachtsessen. Den Gänsebraten mit Klöße esse ich am liebsten eigentlich am Heiligabend, wenn ich jetzt, wenn vorhanden, mit meiner Freundin zusammen bin oder halt mit meiner Freundin zusammen Weihnachten, Heiligabend feier. Oder halt auch mal mit Frauen und Kindern irgendwann, hoffen wir es. Ich finde vegan auch echt klasse, ja. Also ich bin ja selbst zum Teil, also ich esse schon auch Fleisch, aber ich esse ja teilweise auch gar kein Fleisch. Also ich habe es mit Fleisch auch nicht so. Ich esse zum Großteil auch sehr viel pflanzliche Sachen. Ja, gut, dementsprechend dennoch. An schönen Weihnachtsbraten mit einer Weihnachtsgans oder sowas natürlich auch immer lecker. Die Leckereien an Weihnachten tun der ganzen Sache ja keinen Abbruch. Schlemmen ohne Ende. An Weihnachtstagen nimmt man trotz der vielen Leckereien durchschnittlich bloß um die 370 Gramm zu. 370 Gramm, das ist eigentlich ja nicht so viel, sag ich jetzt mal. Mir war das vorher klar, dass man jetzt so extrem zunehmen kann an Weihnachten, weil das der Körper das geht tief in dieses ganze Körperliche rein, also in dieses ganze Doktortechnische. Euer Körper kann physiologisch diese ganzen Fette und Zuckerstoffe gar nicht aufnehmen. Das schafft der Körper nicht. Deswegen scheidet er 90% dieses Zeugs wieder aus. Also, das ist jetzt da, dieses 90% ist jetzt von mir. Ich weiß nicht, ob es wirklich 90% sind. Und Fette wiederum sorgen dafür, dass die Verdauung angeregt wird. Also, die bringt Fett dieses ganze Körperliche überhaupt erst in Gang. Kommentar Nummer 7 von Glas V. Weihnachtsgeld bekommen. Kennst du das? Von dem Kommentar gehe ich ganz ehrlich nicht davon aus, dass es ein ernst gemeinter Kommentar war oder dass es wieder so ein Kommentar war, du bist arbeitslos. Dennoch beantworte ich ihn ernsthaft. Nein, ganz ehrlich, ich kenne das nicht mit dem Weihnachtsgeld. Das liegt allerdings hauptsächlich daran, dass ich in meinen Firmen, wo ich früher gearbeitet habe, kein Weihnachtsgeld bekommen habe. Ja, das hat es einfach in Firmen, wo ich gearbeitet habe, nie gegeben. In den Dutzenden, in denen ich gearbeitet habe. Noch dazu habe ich viele Zeitarbeitsfirmen ja damals besucht gehabt. Und bei solchen Firmen gibt es das eben nicht. Da ich jetzt selbstständig bin, könnte ich, wenn ich sage, heute verdiene ich mal 50 Euro in der Stunde, dann ist es im Prinzip jede Woche Weihnachten oder jedes Jahr Weihnachten. Aber dennoch, es gehört halt auch dazu. Und ja, ich kenne das so in dem Sinne, yay, ich kriege Weihnachtsgeld von meiner Firma. Kenne ich auch nicht, habe ich auch noch nicht gehabt. Ist halt leider so. Aber gut, muss man auch nicht unbedingt haben. Ich meine, gut, Geld ist natürlich immer gut. Gut, machen wir weiter. Kleiner Tipp am Rande. Die Frau vom Chef ist meistens sehr einsam. Und euer Chef wird euch dafür loben. Hundertprozentig.
Fakt Nummer 6. 1% der Deutschen spendet bevorzugt in der Weihnachtszeit mehr als 1000 Euro pro Jahr für wohltätige Zwecke. 53% spenden gar nicht. Und jetzt frage ich mich wieder, was zur Hölle? Wo sind da die restlichen Zahlen? 1% okay, 53% okay, aber das sind immer noch erst 54%. Wo sind die restlichen 46%? Ja, wo sind die restlichen 46%? Doch, stimmt schon. Was ich mich mit den Prozenten jetzt vertan habe, okay, aber ja, da fehlen auf jeden Fall noch einiges an Prozentzahlen, Leute. Also ich muss sagen, ich finde es sehr traurig, dass immer noch so viele Leute gar nicht spenden. Ja? Ich persönlich spende immer wieder mal für irgendwelche guten Zwecke, ja, oder bin auch Mitglied in verschiedenen solchen Bereichen. Wir sind einfach noch viel zu wenige. Wir müssten uns viel mehr um andere Menschen kümmern, um Mitmenschen kümmern. Ja? Nicht jeder hat so gut wie andere. Das ist halt einfach so. Man muss halt einfach miteinander und nicht immer gegeneinander arbeiten. Aber leider verstehen das viel zu wenige. Dazu kommt ja auch noch, dass es diese, da gibt es ja ganz bestimmte Gruppen. Ja? Im Prinzip wird die Welt ja nur von vier oder fünf Familien regiert. Ja? Das Problem ist, wenn auch nur einer dieser ganzen Familien dafür sorgen würde, könnte man den Hunger in der Welt sofort beenden. Aber dazu, da gibt es auch mal ein paar interessante Videos, da werde ich vielleicht mal was drüber machen. Schönes Wochenende. Ihr habt jetzt wahrscheinlich dann nicht das nächste Woche alle frei. Ich bin ja schon zu Hause, bin ja schon die ganze Zeit voll. Und ja, vielen Dank, haut rein, eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes Fest und genießt eure Weihnachtszeit, denn ich werde es ganz sicher machen. Ciao Leute und haut rein.